Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich muss mich so beeilen. Leute, heute, ich fliege einfach in den Urlaub mit Mann zusammen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Und ich versuche meine Lichterkette anzumachen. Oh, ich bin so müde. Es ist gerade 7 Uhr. Ich bin aber gestern erst um 3 Uhr eingeschlafen oder so. Ich weiß nicht warum. Ich hatte doch so viel zu tun. Und mein Kopf hat mich in Ruhe gelassen, aber wir machen uns jetzt ganz schnell fertig. Mein Koffer ist noch nicht richtig gepackt. Achso, in 2 Stunden werde ich abgeholt. Ich hoffe, ich schaffe das alles, weil ich mich auch noch fertig machen. Ey Leute, mein Arm ist in der Nacht so eingeschlafen. Die meisten Sachen habe ich leider schon eingepackt, deswegen muss ich jetzt irgendein Gesichtsgel benutzen, das ich nie tue. Als nächstes kommen meine Kontaktlinsen, weil ich sehe euch tatsächlich gerade gar nicht. Und die zweite. Perfekt. Ja, so halb gepackt halt, ne? Hier liegen auch noch irgendwelche Klamotten. Ich brauche aber nochmal meinen Kulturbeutel. Okay, also ich ziehe mich jetzt schnell um. Das ist mir unangenehm, damit zu filmen. Mein Outfit ist soweit ready, super basic. Es geht ja aber auch nur an den Flughafen. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal einen TikTok drehen. Blendet euch das dann noch ein, wenn ich schaffe. Guten Morgen, Freunde. Ich fliege heute in den Urlaub. Ja! Okay, ja, die Glücklichkeit war gerade komplett gespielt, weil mir geht's gerade so schlecht. Ich habe nicht geschlafen und ich benutze dieses Produkt zum ersten Mal. Ich habe mir das bestellt. Wie geht das auf, hä? Ah, okay. Wie mache ich das jetzt? Oh, ich finde mich selbst gerade so schlimm, wie ich aussehe. Egal, wir machen es einfach so drauf, weil das Produkt war teuer. Ja, das ist auf jeden Fall so ein richtig krass gehyptes Produkt auf American TikTok oder so. Ich teste das jetzt. Mein Flieger geht eigentlich erst so in 7 Stunden oder so, aber Ben will unbedingt schon 4 Stunden davor dort sein. Weil wir hatten gestern halt Probleme mit dem Check-in online, dann haben wir da angerufen. Zuerst dachte ich, wir haben irgendwie nur ein Flugticket aus Versehen gebucht, aber nein, die haben einfach nur ein Problem im System. Das heißt, wir müssen dort das Check-in machen und früher hin. Und für die Leute, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, ich fliege nach Malle mit ihm. Ja, und das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie krass ich es schaffen werde, hier auf TikTok was mitzufilmen. Aber ey, ich werde euch die ganze Zeit in meiner Insta-Story so krass zuspammen. Ich freue mich schon richtig. Ist doch noch so viel drin. Warum kommt da nichts raus? Ja, ist auch egal. Wundert euch jetzt nicht, warum immer noch Content über Abitur kommt. Für die Leute, die darüber genervt sind. Es tut mir leid, es ist mein Account, ja. Aber ich kriege es halt nicht immer auf TikTok alles up to date zu posten. Deswegen ein paar Sachen verschieben sich immer. Und die sind dann halt noch in meinen Entwürfen. Also braucht ihr gar nicht fragen, so, hä, du hattest doch vor einer Woche Abitur. Wie man sehen kann, mein Koffer ist immer noch nicht gepackt. Das muss jetzt geändert werden. Fand ich halt, ich drehe gerade auch einen Vlog. Immer alles gleichzeitig machen. Ich gehe mir jetzt Kaffee machen. Ciao. Taste-Test. Oh mein Gott, schmeckt der gut. Ich werde diese Art von Kaffee so vermissen. Okay Leute, das mit dem Packen versuche ich jetzt so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, weil sonst schaffe ich das nicht mehr. Also Leute, schön wird der jetzt nicht gepackt. Das ist mir auch total egal. Hoffen wir mal, dass der jetzt nicht zu spät schwer ist. Ich habe hier auch eine Waage.
Okay, let's go. Ich wiege 60, also 59,9. Der Koffer wiegt? Ja, locker. Der hat nur 15 Kilogramm, ich dachte 20. Bevor ich losgehe, versuche ich aber noch ein bisschen Make-up aufzutragen. Ich muss jetzt nur irgendwelche Produkte benutzen, die hier halt noch so herumliegen, ne? Weil ich habe ja alles schon eingepackt. Dann wird das jetzt wohl dieser Concealer hier. Der wird jetzt mit den Händen verblendet. Boah, das funktioniert sogar richtig gut, hä? Ich muss noch meine Flugtasche packen. Ich zeige euch mal kurz, ob da das reinkommt, wenn ich die jetzt mal kurz finde. Ist sie denn? Ah, hier. Ich habe um Essen ein bisschen Angst, dass die hier zu schwer sein wird, weil mein Computer muss da rein. Der hier. So, als allererstes kommt mein Laptop mit. Der passt gerade so rein. Dann nehme ich mein iPad mit, Geldbeutel, Feuchttücher. Warum auch immer. Ich dachte, ich muss jetzt unbedingt einen USB-Stick mitnehmen. Schlafmaske, zwei Sonnenbrillen, Licht, Akku für die Kamera und noch ein Mini-Kulturbeutelchen, was ich gar nicht brauche. Meine ganzen Aufladekabel muss ich auch mitnehmen und meine AirPods natürlich. Boah. Okay, nice. Wir machen jetzt noch kurz mein Bett. Okay, und das war's eigentlich auch schon. Das ziehe ich gleich noch drüber. Und dann wäre ich eigentlich ready to go. Das Ding ist nur, ich bin jetzt eine Stunde zu früh fertig. Ich bin erst gestern im Zug eingeschlafen. Ja, das hat ein bisschen geregnet. Und dann war es ganz heftig. Aha! Wird in 30 Minuten abgeholt. Ja! Ich habe wieder eine Kooperation mit Apple wegen den Kopfhörern. Das freut mich voll. Auch. Ey, man sieht mich so schlecht, ne? Ich wollte euch eigentlich die coole Aussicht zeigen. Schaut mal, wie geil das hier einfach aussieht. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Gate. Hier sieht man das auch nochmal. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit dabei, einfach TikToks zu bearbeiten. Und ich glaube, Ben ist ein bisschen genervt. Nochmal, ich habe ihn sogar als Hintergrundbild. Ich will nur gerade sein Gesicht nicht zeigen. Der liegt da einfach auf dem Boden, richtig unnötig. Ich habe zwei Kameras mitgenommen. Oh, und meine Kamera fällt. Fun Fact, ich habe hier gerade richtig viele TikToks gedreht, weil der Hintergrund hier so schön ist. Vielleicht blendet sie euch auch gleich mal ein. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und währenddessen habe ich halt die ganzen Dateien von der Kamera rübergezogen, damit meine Speicherkarte leer ist. Okay, Leute, ich hocke jetzt im Flugzeug. Wir haben ungefähr 7 Stunden gebraucht, weil der Flug nochmal Verspätung hatte und wir sowieso viel zu früh hier waren. Schau mal, wir haben sogar Fernseher bekommen. Ja! Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade so happy klinge, weil ich war einfach so tot gestresst. Wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft der Flug einfach Verspätung hat. Es hat so aufgeregt. Auf jeden Fall. Ben hat dann gefühlt die ganze Zeit einfach nur gezockt, beziehungsweise später hat auch geschlafen. Aber bevor ich schlafen konnte, musste ich nochmal auf die Toilette gehen, weil ich meine Kontaktlinsen ausziehen musste. Ich habe dann einfach meine Brille angezogen und ich finde einfach diese Toiletten im Flugzeug immer so gruselig, weil da so viel Luft reingeht, keine Ahnung, gezogen wird und es ist immer so laut. Genau, da seht ihr auch meine Kontaktlinsen. Ich habe dann alles noch schnell sauber gemacht und dann bin ich wieder zurückgegangen und da hat Ben tatsächlich schon geschlafen. Ich hatte eine Schlafmaske mit, Ben aber nicht, deswegen hat er irgendwie seine Kapuze verwendet. Das war dann Schlafposition 2. Schön, dass es bequem für ihn war, für mich war es nicht bequem, ich konnte nicht schlafen, aber ich glaube, Ben hat ein bisschen geschlafen und das ist doch die Hauptsache. Irgendwann sind wir dann auch gelandet, also da waren wir gerade am Landeanflug und es sah so schön aus, also jetzt in der Kamera irgendwie nicht, es sieht richtig bewölkt aus, aber es war so warm in Mallorca. Wir mussten dann aber gefühlt nochmal 10.000 Stunden da sitzen bleiben, weil es nicht funktioniert hat und die irgendwie meinten, wir müssen nochmal warten. Also wirklich Leute, in diesem Flug ist so viel falsch gelaufen, ihr könnt euch das nicht vorstellen.
Ich war einfach froh, aus diesem Flugzeug raus zu sein, wirklich. Ich möchte da nie wieder rein. Okay, in einer Woche muss ich da halt wieder einsteigen, weil wir nur eine Woche in Mallorca bleiben. Und dann haben wir auf unser Gepäck gewartet. Ich hatte kurz Angst, dass mein Koffer nicht mehr kommt, aber da ist er. Ey, ich wurde so traumatisiert von diesen ganzen TikToks, ne? Weil Leute die auch uns sagen, dass sie ihre Koffer verloren hätten. Okay, wir hocken jetzt mittlerweile im Bus und... Ich weiß es nicht, er ist wieder am Zocken. Ey, wir haben es endlich geschafft. Wir sind jetzt im Hotelzimmer und ich gebe euch eine ganz kurze Roomtour, weil ich es eigentlich schon auf TikTok gezeigt habe. Egal, Ben ist gerade im Bad. Also hier ist der Eingangsbereich. Das Ding ist, ich habe halt absichtlich ein größeres Hotelzimmer gebucht, ne? Aber ich wusste nicht, dass das dann heißt, dass das mit Wohnzimmer ist. Ich habe hier auf jeden Fall Schminktisch, Schreibtisch. Das ist relativ praktisch, weil ich dann da meine Videos schneiden kann. Und Leute, wartet mal kurz. Ihr seht doch, hier ist ein Fernseher, ne? Wartet. Hier ist das Schlafzimmer. Wir haben da einfach noch einen Fernseher. Richtig unnötig. Aber egal, das Bett ist auf jeden Fall sehr groß und schön. Da haben wir nochmal kleine Zimmer. Und da ist eigentlich das Bad. Das kann ich euch später mal zeigen, weil da ist Ben gerade drin. Okay, Leute. Ben geht jetzt duschen und ich packe meine ganzen Sachen ein. Ups. In den Schrank. Eigentlich wollte ich hier einräumen, aber dann seht ihr ja gar nicht, wie ich das mache. Dann werde ich für euch diesen Schrank hier benutzen. Bitte, Ben, geh doch einfach mit. Ja, ich steh gleich. Ich wollte mal gucken, was du mit dem Koffer machst. Du kriegst schon komplett aus dem Konzept, ne? Mach mal. Mitgebracht. Und Tops. Und Bodies. Und Hosen. Ich habe noch zwei Cappies mitgebracht. Nee, durch hier oben. Okay, Leute, so sieht bis jetzt mein Kleiderschrank aus. Hier habe ich meine Kleider aufgehangen. Da sind meine ganzen Röcke. Ja, ich weiß, es sind viele. Das da sind Sets. Das sind meine kurzen Hosen und meine Schlafhose. Das sind meine Tops. Und darunter habe ich meine Bikinis, meine Unterwäsche und meine Socken. Das wird zugemacht. Okay, Leute, Ben und ich gehen jetzt aus und das ist mein Outfit. Ich habe tatsächlich beide Sachen von Halara, auch wenn das hier nicht gesponsert ist. Ja, ich mag eigentlich dieses Detail hier hinten voll gerne und habe überlegt, ob ich das umdrehen kann, aber es ging leider nicht. Meine Tasche ist von Michael Kors und meine Schuhe sind von Deichmann. Sie haben nur 20 Euro gekostet. Fußcheck, du kannst jetzt auch dein Outfit vorstellen. Meine Hose weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Mein T-Shirt ist von Adidas. Meine Kette ist von meiner Mutter aus einer Kettenkiste. Was ist eine Kettenkiste? Kettenkiste. Eine Unterhose ist von Calvin Klein, auch im Sommer. Das hat niemanden interessiert. Die Socke ist von Nike. Und die Schuhe sind von Puma. Ciao. Nice, wir gehen jetzt. Ciao, Leute. Ben und ich waren in Mallorca richtig auf dem Meer, weil es einfach so schön aussah, auch wenn es so felsig war oder so. Es gab auch Sandstrände. Und hier wollte ich euch nochmal das Frühstück zeigen morgens, weil... Generell, das Essen dort war wirklich toll, okay? Es gab so viele verschiedene Sachen. Ich habe euch hier eigentlich wirklich nur so 10% zeigen können oder so, weil es hinten auch noch weitergeht. An einem Tag gab es sogar so einen Joghurtstand. Da konntest du dir einfach selbst so Joghurtsachen zusammenmixen lassen. Können wir mal bitte darüber reden, wie süß das ist? Ich habe mir da, glaube ich, 2 oder 3 Joghurtbecher mitgenommen, weil ich das so toll fand. Die, keine Ahnung, die haben das wirklich so angerichtet, wie du es wolltest. Und hier sieht man einfach, wie unterschiedlich ich und Ben essen. Wirklich, das war seine Portion 1. Und er hat gefühlt 3, 4 Portionen am Morgen gegessen. Leute, ich habe gerade gar keine Ahnung, woran das liegt. Mir geht so schlecht. Mir ist so schwindelig die ganze Zeit. Ben wartet gerade im Gym auf mich, weil ich ihm versprochen habe, dass ich da gleich hingehe. Oh, ich will hier nicht die ganze Zeit nur liegen. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. In der Nacht hatte ich so Bauchschmerzen. Ich dachte, ich bekomme meine Tage, aber habe ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem los. Ah, ich hab so Kopfschmerzen. Ja, Fun Fact, ich bin in diesem Urlaub einfach komplett krank geworden. Ich glaube, ich hatte Fieber oder so, aber tatsächlich nur einen Tag. Und danach ging es mir wieder blendend und es war auch nur am letzten Tag. Ich wollte euch hier aber trotzdem nochmal das Hotel so ein bisschen zeigen. Genau, da bin ich gerade zu Ben gegangen, weil wir zusammen im Fitnessstudio verabredet waren. Beziehungsweise er ist halt vorgegangen, weil es mir schlecht ging. Und ich bin dann hinterher gegangen, aber ich habe nicht trainiert, weil, wie gesagt, das ging mir schlecht. Hier habe ich euch nochmal kurz den Pool gezeigt und dann ging es halt zum anderen Gebäude. Also da gab es so eine Unterführung, fragt mich nicht warum, weil oben irgendwie eine Straße war. Und das Hotel war halt sehr, sehr groß. Es gab verschiedene Gebäude und wir waren halt im zweiten Teil. Hier sieht man auch nochmal den Durchgang. Und das Lustige ist, Leute, Ben hat da jeden Tag trainiert, ne? Und dann gehe ich einmal mit, aber es war halt der Tag, wo es mir schlecht ging, deswegen habe ich nicht trainiert. Das heißt, ich stand nur einmal im Gym ganz kurz, habe mich dann dazu entschlossen, doch nicht zu trainieren. Stattdessen habe ich aber alles mitgefilmt, so damit es aussieht, als hätte ich trainiert. Und da hinten in der Ecke sieht man, glaube ich, auch Ben. Ja, das ist Ben, glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht sicher. Boah, ich sehe gerade, ich habe im Urlaub sogar ein Get Ready With Me mitgefilmt, den zeige ich euch jetzt. Also der war nicht an dem Tag, wo ich krank war. Es tut mir leid, diese ganzen Clips sind so durcheinander geraten.
Ich musste erstmal meine Haare retten. Die sind im Urlaub so kaputt gegangen. Ich glaube, ihr seht das an den Enden. Ich habe sie auch geschnitten, sobald ich in Deutschland war. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal meine Haare gut durchgekämmt. Genau, und dann wollte ich ein bisschen Skincare machen. Dieses Produkt ist tatsächlich nur ein Wasserspray. Ist super unnötig, aber sieht ästhetisch aus. Deswegen benutze ich es trotzdem immer wieder. Und dann habe ich diesen Toner verwendet. Der ist ja total im Trend zurzeit. Ich habe nur wieder vergessen, wie der heißt. Ich glaube, der ist von No Cosmetic oder wie es heißt. Ich habe absolut keine Ahnung. Egal, machen wir weiter mit dem Video. Okay, Leute, ich habe jetzt doch noch ein bisschen Zeit, ne? Und ich, wenn ich jetzt nochmal versuchen würde, ein paar TikToks zu drehen. Ich blende euch das dann nochmal ein. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich finde dieses TikTok leider nicht mehr, deswegen schauen wir mir jetzt einfach zu, wie ich da ganz dumm irgendwelche TikToks drehe. Auf jeden Fall, ich würde das Video tatsächlich an dieser Stelle aber auch beenden, weil ich gar keine weiteren Szenen mehr gedreht habe. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ihr könnt gerne meine TikToks abchecken, vielleicht findet ihr dann das Video, was ich da gerade gedreht habe.